Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen am Freitag. Hoch die Hände, Wochenende, yay. Langsam wieder. So. Legen, reinlegen. Wir haben noch lange geschlafen, bis kurz vor 9. Ich dachte gerade, ich gucke nicht richtig. Ich dachte, hier hat noch jemand die Uhren alle verstellt. Ja, ich hab's nochmal. Nochmal die Uhren vorgestellt. Ja. Nein, wir durften auch mal lange schlafen, war ja gestern auch ein bisschen später. 11 Uhr, glaube ich, habe ich im Bett gelegen oder halb 12 dann geschlafen. Ja, wir sind aber schon wieder auf Touren. Der Etty ist draußen am Rödeln, der hat da irgendwie eine Katzenfurz gerochen, der ist da ganz außer Rand und Band. Haben uns schon gewogen und haben einen Kaffee schon weg, den ersten. Die Mama macht gerade Müsli und ich fahre jetzt gleich mit dem Auto in die Werkstatt. Wir hatten ja Probleme unterwegs, war es in Griechenland und auch zweimal in der Türkei, dass wir mit dem Hyundai, als wir das Gespann gezogen haben, Probleme hatten mit Beschleunigen. Der ist dann irgendwie, habe ich auf Gas gedrückt und eben kam nicht, so 60, 70. Ist aber nicht drüber gegangen. Und keine Ahnung, woran das liegt. Das wollte ich mal abchecken lassen, bevor wir irgendwo in Pusumuckl Casablanca sind nächstes Jahr. Und bleiben dann liegen irgendwo in der Wüste, das wäre also semi-geil, da haben wir keinen Bock drauf. Deswegen wollte ich das mal abchecken lassen. Jetzt fahren wir auch bald nach Deutschland und werde den TÜV auch machen mit beiden Fahrzeugen. Das muss man ja alle 2 Jahre machen und da wollte ich einmal durchchecken lassen. Da habe ich heute Morgen einen Termin gekriegt, zwischen 9:30 und 12:00 einfach da sein, ich komme sofort dran. Hier in Ungarn ist das relativ entspannt. Gestern angerufen, das ist nämlich cool. Das ging jetzt problemlos. Auch mit dem Installateur ging das relativ einfach, der da gekommen ist. Hab da angerufen, Probleme. Okay, ich komme morgen 8:30 vorbei. Passte. Was wolltest du haben? Was kostet das? Nix, alles gut, passt schon. Hab ja nicht viel gemacht, nur die Therme eben neu eingestellt. Das ist immer ziemlich unkompliziert. Nächste Woche kriegen wir auch die neue Fernbedienung an der Therme. Da haben wir ein Upgrade machen lassen, wo ich dann über Handy, über App drauf zugreifen kann. Nehme ich euch aber mit. Gestern kamen meine Druckerpatronen schon an. Die habe ich eingebaut, habe ich euch mitgenommen, gezeigt für den HP. Habe ich nachgemacht, die diesmal gekauft. Ging problemlos, außer dass halt keine Garantie mehr übernommen wird fürs Gerät. Aber das Gerät ist jetzt 8 Jahre alt. Da habe ich eh keine Garantie mehr drauf. Und und die Heißluftfritteuse ist gestern auch schon gekommen. Da nehme ich auch nächste Woche, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, mich damit beschäftige mit. Werde ein paar schöne Rezepte ausprobieren, euch die mal vorstellen. Wir haben ja schon eine mit einem Korb, die hätte 2 Körbe. Ja, ist das schön, dass man direkt 2 Sachen gleichzeitig machen kann. Und die wollen wir dann mitnehmen auf Reisen. Die werdet ihr wahrscheinlich dann ein bisschen öfter sehen als die andere. Wir wollen uns ja jetzt ein bisschen bewusster ernähren, nicht mehr so viel geilen Scheiß frittieren, da machen wir nur noch semi-geilen Scheiß in Heißluftfritteuse, weil richtig frittiert ist ja mit viel Fett. Das ist immer noch, glaube ich, was anderes als mit wenig Fett. Aber ich lasse mich da gerne einen besseren belehren. Momentan essen wir halt wirklich kaum Fett und es schmeckt wirklich sehr gut. Viel aus dem Backofen, wir haben gestern diese Reibeplätzchen gemacht, diese plattgedrückten Kartoffeln mit Gewürz und das war auch sehr lecker. Ja, die Mama macht gerade Müsli, ich sitze hier und warte. Und dann werde ich gleich losfahren, wir haben jetzt 9:30, ich denke so 9:45 fahre ich los. Und dann bin ich gespannt, ich werde euch erzählen dann auch, was gegeben hat, nehme ich euch mit. Und mal gucken, ich wollte ein paar Holzpfosten noch holen für den Zaun. Wenn wir das mal bauen, wir mit einigen, weil ich leider verbauen müssen für den Ettigong, der ja am Nachbarsgrundstück buddeln wollte, warum auch immer. Jetzt ist zwar wieder gut, aber der Nachbar ist ziemlich cool drauf, wenn ich das hier gelassen hat, auch gelacht. Die haben auch Hunde oft früher ausgebrochen, ist, hat er gesagt. Also alles halb so wild. Ja, so sieht's aus. So, ich glaube, ich werde mir jetzt noch einen zweiten Kaffee machen, den werde ich dann schlürfen, ganz genüsslich dabei. Und erzähle euch dann gleich, was bei der Werkstatt gegeben hat. So. Halbe Stunde hat es gedauert, war das an der Werkstatt und ja, er findet nichts, sagt er. Turboniedel in Ordnung, Einspritzer in Ordnung, Zündkerze in Ordnung, alles woran das hätte liegen können, kann er nichts finden. Alles in bester Ordnung, mysteriös, keine Ahnung. Er sagte, vielleicht kann ich so viel nicht ziehen mit dem, weil es zu schwer war, aber das war auf der Autobahn auf gerader Strecke jeweils. Na, wir haben immer schon Berge hochgezogen, das Geschoss und nie Probleme und er weiß es auch nicht, tut ihm leid. Ja. Ja, kostet hat nichts, er wollte nichts haben.
habe ihm natürlich was für die Trinkkasse, also für Kaffeekasse gegeben. Eine halbe Stunde waren wir jetzt da, waren wir nachher wieder daheim, gibt es ein zweites Frühstück und ja, wollen wir mal gucken, was der Tag noch bringt. Heute kriegen wir wieder ein kleines Spielzeug für Papa. Wir haben uns jetzt überlegt, so einen Luftentfeuchter zu holen, einfach weil sollen jetzt wieder schlechte Tage kommen und mit Wäsche machen und alles, da ist halt nicht, dass wir da irgendwie Probleme mit Feuchtigkeit kriegen, und haben wir so ein Gerät gefunden, halt, was uns zusagt, und das zeige ich euch nachher mal. Dann kann man doch noch anschließen, wenn wir nicht da sind, dann kann es dann kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit auf einem Level halten, gibt es 31%, 40, 50, 60, und der pumpt automatisch auch ab. Der hat so ein Drainagesystem, was dann mit 6 Meter kann er hochpumpen auch. Da kann man dann ein Waschbecken reinlegen, einfach mitten in den Raum, und ja, zeige ich euch nachher mal. Das kommt heute oder nächste Woche Montag, so war das. Ja, heute kommt noch ein anderes Spielzeug an. Ja, ich habe wieder ein paar Sachen bestellt, aber dazu bei Zeiten mehr. Und diesen Luftentfeuchter zeige ich euch auch, genau wie die Ultenic Eisluftfritteuse, aber das mache ich nicht heute oder morgen. Da muss ich erstmal ein paar Rezepte auch aussuchen, mich schlau machen. Da wollte ich mit Blumenkohl, mit Brokkoli was machen, vielleicht mit Pilze, Pommes auf jeden Fall, Kartoffelgericht, mal gucken. Ich suche mir ein bisschen was aus und werde ich euch ein bisschen was zeigen, vor allem auch fettfreies Essen dann näher bringen, weil das passt ja ganz gut gerade zu meinem Thema, dass ich abnehmen möchte. Und ja, probiere ich ein bisschen aus. Und die ist halt für unterwegs, auch wenn wir wieder in die Türkei fahren oder nächstes Jahr in Marokko haben wir angeplant, da wollen wir die mitnehmen. Das ist dann immer gesünder auf lange Sicht, als wenn man da jeden Tag irgendwo Pommes holt oder sonstiges, wenn man das frittiert hat. Und ja, so der Plan. Auf lange Sicht ist das ja auch besser für den Körper. Werbung, mein Schatz. Ja. Für den Körper, weil man nicht so viel Fett ist. Ja. Meine Diät schlägt da schon an. Habe schon über 3 Kilo abgenommen in einer Woche. Das macht aber auch eine Menge aus, dass ich viel mehr Bewegung hier habe. Und ja. So sieht's aus, ihr Lieben. Wir sind gleich wieder da. Ich melde mich später wieder an. So, das Wetter ist schön. Jetzt wird gewerkelt draußen. Und zwar fangen wir jetzt an. Obwohl die Laune, der Bock nicht so da ist. Kommen wir mit, Kalle. Gucken erstmal, wo wir die hinpacken. Wir wollen nämlich die ganzen Dachpfannen als erstes umräumen. Die davor sind, die müssen wir alle wegräumen. Dass wir da Platz kriegen. Und ich hatte hier schon Paletten bestellt. Die wurden auch prompt geliefert. Habe ich überlegt, die einfach hier neben zu stapeln. Und hier stört es ja noch nicht. Dass wir die einfach daneben stapeln auf der Palette. Und dass wir die da schon mal wegkriegen. Ja? Auf dem Dach und die davor liegen. Wir wollen nämlich den Hühnerstall da wegmachen und dann alles glatt machen. Fundament legen und dann wollte ich mir dann ein Häuschen drauf bauen selber. Und ja, fangen wir heute mit an. Aber irgendwie ist die Laune nicht so. Also wenig Bock. Aber gut, nützt ja nichts. Wir fangen mal an und ich zeige euch dann später mal wieder das Ergebnis. Echt gut voran, so sieht es jetzt aus. Haben aber irgendwie jetzt der Sturm zog auf und da haben wir dann irgendwie jetzt gesagt, nee, machen wir es doch ein bisschen sichern alles. Da müssen wir die dicken Eisenplanken draufgelegt. Jetzt muss man immer eine Drahtschere suchen, Calvino. Die Wäschespinne ist umgekippt, ist doch ein starkes Windchen. Hier ist sie. Ja, morgen können wir auch nicht verbrennen. Morgen regnet 80%, und da haben wir gesagt, das ist ja auch scheiße, die Wäschespinne hole ich mal ein, das ist hier weggebrochen. Ich habe es da nicht richtig zu betoniert. Dann mache ich dann morgen, nicht morgen, mache ich die Tage dann richtig Beton drauf und klappen wir mal ein. Nicht, dass der uns wegfliegt. Und dann stelle ich den Schuppen. Zumachen. Ah. Ja.
steigt hier oben drauf. Ah, wo seid ihr denn hin? Nee, doch nicht da oben drauf. Ich stelle halt über den Schuppen. Dann verheddert er auch nichts. Ja, hier reißen wir jetzt die Ecken noch ab. Da haben wir zumindest einen großen Teil schon mal weg. Kalle hilft mir auch tatkräftig. Und, was machst du? Ja, stell die einfach so hin. Ja, ja, hier müssen wir auch mal gucken, dass wir den ganzen Scheiß wegkriegen hier oben drauf. Hier dann Schlitten. Emma benutzt. Ja, es war ja hier noch kein Schnee. Ich konnte den ja noch nicht. Ich weiß. Ohne Schnee ist recht schlecht snowden. Ja, so sieht's aus. Den Müllsack soll ich hier wegschmeißen schon mal, weil nicht, dass er wegkriegt. Wie schwer ist denn der Sack? Ist da viel drin? Dann würde ich den eher in den Schuppen hier reinpacken, weil wenn das regnet morgen, ne, meinst du selber. Das Metall kann doch alles rüber. Naja. Ja. Ach, so. Ja, ja. Benzin hat mir auch schon geholt, unsere Sensen, meinen alten Klöngs. Ne? Ja. Also Kleinteile mit Metall lasst drin, nicht nur Müll schmeißen, weil da kommt ja kein Schrotthändler mit. Ja, machen wir das Gitter hier vorne noch ab. Und dann denke ich mal für heute, ist ja auch schon 17 Uhr gleich. Oder 16:30 Uhr. Oh, Etti? Bauleiter Etti Gong. Er passt auf. Gleich steht er wieder am Zaun und hat langen Hafer. Ja, das ist echt stabil hier. Der ganze Scheiß, den kriegst du kaum ab mit der Drahtschere. Ach, guck mal hier von unserem alten Tor. Ja, stimmt. Das war doch noch von... Das haben wir doch umgeändert, weil Livia das sonst immer aufgemacht hat. Ach, von hier war das, ne? Ja, stimmt. Das Holz kann auch noch wegbringen. Weg. Die Steine können alle weg. Dann gucken wir, was für das Vordergerüst. Da oben müssen wir auch mal zumachen. Muss man nach oben klettern. Ah, so viel zu tun, so viel Sand und keine Förmchen. Ah, wir machen mal weiter. Ich werde mich gleich wieder fürs Erste. So, so sieht's aus. Da haben wir das Trampolin auch sturmsicher gemacht. Etti, komm runter da. Der ist ja unten angebunden, das Trampolin. Wir haben nur das Band abgemacht und einen fetten Eisenstangen reingelegt. Ach, den Hammer vom Baum kannst du noch mitbringen. Olivias Fahrrad, ja? Roller oder Fahrrad? Ja, ihren Roller da. Das hat auch nicht draußen. Irgendwann der Sturm angesagt. Wir haben jetzt alles ein bisschen zur Seite geräumt und sturmsicher gemacht. Ja, so. Oh, das müsste jetzt reichen, soweit. So. Morgen fahren wir in die Stadt. Morgen soll es regnen. Erst fahre ich zu einem guten Freund, helft da ein bisschen mit. Ich habe auch ein paar Sachen installiert. Und dann, holst du mir den Hammer mal bitte? Etti, runter da! Mann, der will immer aufs Trampolin. Ochsenfrosch, oder? Und die Jungen mit seinem dicken Arsch. Und dann wollten wir morgen Nachmittag einkaufen auf dem Markt, weil morgen ist Regen angesagt. Und dann bietet sich das hier an. Die haben wir das auch schon mal erledigt. Gib mal her. Man hat erst Auge da oben. Was? Nicht richtig reingehauen. Aber sagt dir das nicht. Den Nagel so reingehauen, dass der abfliegt beim nächsten Windstoß. Hat mir das noch festgemacht, aber bleibt unser Geheimnis. Ja, ja, okay, super. So, Feierabend für heute. Oh, platt, geschafft. Ich will, das habe ich in den Knochen, ich weiß auch nicht. So, jetzt gehe ich gleich in die Badewanne mit der Maus und dann. So, Schluss für heute. Und ja, ich erzähle euch gleich nochmal in Ruhe, was wir die nächsten Tage alles vorhaben, was auf dem Plan steht und was wir noch machen wollen. Dann komme ich später noch auf euch. So, ihr Lieben, bei uns ist auch Feierabend. Ich wollte mich nur eben verabschieden, kurz und knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Sind schon alle am Schlafen. Ich bin auch schon fast eingeschlafen. Ich freue mich auf morgen, euch mitnehmen zu dürfen. Erzähle euch morgen alles, wie es die nächsten Tage weitergeht. Für heute, seid mir nicht böse. Bin ich froh, wenn ich gleich im Bett liege. Sehr viel Spaß bei der Michaela. Wir sehen uns morgen Mittag und dann morgen Abend. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Tschüss.